they came with a hateful will to destroy humanity. We fought long and hard, but now we are lost, for they have taken their evil war into our past. Traveling through time, they have sown corruption, unraveling the fabric of our history. Our last chance is to strike back, seize the time crystals, and turn their twisted weapon against them. The fight for survival has begun. Ja, der hat vor allem für uns begonnen. Ja, und damit mal hallo zu Timesplitters 2. Da hatte ich spontan mal Bock drauf und da Kirby auch durch ist, brauchte ich eh was Neues. Und ich dachte mir, ein bisschen Action ist da auf jeden Fall recht. Da genießen wir mal schön die Intro-Sequenz hier gerade noch. Ach, da kommen unsere Helden. Jawohl, auf geht's. Oh Mann. Mein GameCube hört gar nicht mehr auf zu laden hier. Oh hell yeah. Oh, das wird super werden. Der tat weh. Oh yeah, das wird super werden. Ja, wie gesagt, damit dann mal willkommen bei Timesplitters 2. Wer es nicht kennt, es ist einer der ziemlich coolsten Shooter, die ich bisher so erleben durfte. Das Ganze ist gemacht von Free Radical damals. Ach, dieser Stuhl, ne? Irgendwann eines Tages würde ich den. Ja, jedenfalls, das Ganze wurde gemacht damals von Free Radical, die größtenteils aus ehemaligen Rare-Entwicklern bestanden, aber zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Das heißt, wer gute alte Klassiker wie GoldenEye oder Perfect Dark kennt, wird hier so das ein oder andere Déjà-vu haben, was schon anfängt damit, dass wir bei einem Staudamm beginnen, ne? Auch die Bildschirmanzeigen sind sehr ähnlich, die Spielbarkeit ist fantastisch und ich gebe zu, die größte Stärke bei Timesplitters lag immer Multiplayer. Super flüssiger Multiplayer, der richtig spaßig war mit, ja, auf dem GameCube, die Fassung, die ich jetzt hier gerade zocke, maximal 4 Leuten im Splitscreen. Die Fassung auf der PS2 bzw. der Xbox konnte man sogar auch im LAN spielen mit bis zu 16 Leuten, wenn ich mich nicht irre. Das muss ich mal irgendwann auch nochmal nachholen. Das Vergnügen hatte ich nämlich leider nie. Ja, was soll ich da jetzt noch groß zu sagen? Storymäßig, ihr habt's mitbekommen, böse, böse Aliens wollen unsere Vergangenheit vernichten sozusagen. Unser Job ist es, die Zeitkristalle zu organisieren, damit genau das nicht passiert und die Vergangenheit nicht geändert wird. Ja, und dann würde ich sagen, ohne weitere lange Rede stürze ich mich mal einfach hier in das Abenteuer rein. Nur, dass ich das eben kurz angemerkt habe, ich will ja hauptsächlich die Story auf jeden Fall durchzocken. Ich werde aber mit Sicherheit... Danach gehe ich mal schwer davon aus, zumindest mal ein bisschen was zum Multiplayer nochmal zeigen. Ich hatte ja in einem meiner Nur mal so Videos, das war glaube ich sogar das erste, habe ich ja mal ein bisschen den Multiplayer auch schon mal gezockt. Der erste Timesplitters 2, der erste Teil, der war ja PS2 exklusiv damals und hatte glaube ich, wenn ich mich nicht irre, nicht mal einen Story Mode. Wer den gespielt hat, darf mich gerne berichtigen. Auf jeden Fall bestand das eigentlich nur aus eben Multiplayer und Challenges, die es da gab. Und die gibt es hier auch wieder. Da können wir, wie gesagt, gerne mal reinschauen. Außerdem gibt es noch einen Level-Editor, der eigentlich ganz witzig ist. So ein bisschen Baukastenprinzip. Nicht völlig frei, aber ist ganz cool eigentlich. Ja, aber wie gesagt, dann quatschen wir jetzt nicht lange rum. Ihr wollt sehen, wie es hier abgeht. Und dann geht es direkt auf hier nach 1990, nach Sibirien. Jetzt die große Frage. Leicht, normal, schwer. Ich nehme mal normal. Auf die Gefahr hin, böse zu verkacken. So, was haben wir denn da? 1990, Sibirien.
Oblask Damm. In einem Geheimforschungslabor unter einem Damm haben Wissenschaftler organische Spuren einer über 10.000 Jahre alten außerirdischen Lebensform entdeckt. Nach mehreren mysteriösen Unfällen haben die Forscher die Anlage verlassen. Stattdessen wurde ein Sonderkommando der russischen Armee mit der Bewegung der Funde, mit der Bergung der Funde beauftragt. Genau, wir bewegen die. Verschiedene Geheimdienste melden, dass die Militärs vermutlich eine verheerende biologische Waffe entwickeln. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihre Forschung fortsetzen. Unsere ABC-Truppen sind schon auf dem Weg zum Damm. Dringen Sie in das Labor ein und zerstören Sie alle Proben und Forschungsunterlagen, bevor unsere Einheiten eintreffen. Mann, lesen kann ich heute nicht. Der Stützpunkt ist hermetisch abgeriegelt. Die Wachboxen sind nervös. Außerdem wurde das automatische Sicherheitssystem aktiviert. Achten Sie auf die Kameras. Wenn nötig, können Sie sie ausschalten oder zerstören. Wenn Sie die Kommunikationssysteme der Anlage deaktivieren, gewinnen Sie etwas Zeit. Na gut. Dann hoffen wir mal, dass das alles hinhaut. Ja, so, auf geht's. Ladezeit nochmal genießen. Ich hoffe, ich versemmel jetzt hier nicht alles bei dem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals... Ich glaube, auf schwer habe ich das auch nie durchgespielt. So, hübsch ist im Übrigen, dass wir immer in eine andere Gestalt schlüpfen hier. Und das auch ganz wichtig, Timesplitters hat eigentlich immer einen geilen Humor dabei, das mag ich. Nicht nur super Action, sondern einen geilen Humor. Die Geräusche klingen super. Hallo. Tja. Das war's dann wohl mit den beiden. Da ist das Portal. Na hallo. Tja, da guckst du. Ach, sogar einen Akzent kriegen wir dabei. Fantastisch. Cool, ja, dann dürfen wir jetzt gleich mal endlich zocken. So viel zum Thema, wir starten da mal, damit das Spiel losgeht. Ja, oder es dauert halt noch ein bisschen. Ja, Oblask Damm in Sibirien. Sieht ja sehr hübsch aus alles. Oh Mann, so viele Wachen. Naja, so viele nicht, aber genügend. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Kameras waren. Da sehe ich schon eine blinkende auch. Mhm. Schön, dass du uns die Eumel schon mal zeigst. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Ach ja, genau. Ich habe immer diesen Tracker hier dabei. Ich duck mich mal eben kurz. So, wenn ich die linke Schultertaste festhalte. Ah, dann darf ich zielen. Geil. Oh, das ist so ungewohnt, gerade mit dem Pad hier, einen Shooter mal wieder zu spielen. So, der wäre weg. Irgendwas sagt mir, dass ich dich auch weghaben will. Oh, wenn ich mich recht erinnere, dann... Genau, wenn ich genau vorne reinschieße, müssten die, glaube ich, sofort ganz kaputt gehen. So, ich schau mal, ob ich da noch jemanden sehen kann. Ich möchte lieber erstmal ein bisschen wegsnipen. Oh Mann. Ja, das war nicht ganz so professionell, wie ich gehofft hatte, aber okay. Zoomen wir mal ein bisschen wieder raus. Kann ich da noch wen sehen? Ja. Na komm. So, das tut mir auch nicht leid. Will ich mal gucken, Waffen wechseln, mache ich damit, okay. Ich bleib mal gerade ein bisschen geduckt. So, jetzt muss ich gleich aufpassen, wo die nächste Kamera ist. Die ist abgeriegelt, okay.
Komm ich da denn rein? Na. Ach so. Bisschen Auto-Aiming haben wir zum Glück. Na gut. Na, haust du ab. Irgendwo hier war eine Kamera. Gefällt mir nicht. Oh, das ist gar nicht so leicht. Okay, die ist auch im Eimer. Nicht, dass dann noch eine ist irgendwo. So, ich glaube, jetzt kann ich aber erstmal aufhören zu schleichen hier. So, dann wollen wir mal ein bisschen gucken. Das aufmachen. In der Tat. Ah, diese Steuerung ist sehr, sehr sensibel. Okay, das kriege ich damit aber nicht kaputt. Ich guck mal eben kurz, was im Menü. Habe ich hier... Ach ja, genau. Schön, da sehe ich nämlich meine Waffen auch. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich diese Aktendinger kaputt machen muss. Die Kamera da oben haben wir. Ah, okay. Die ist im Eimer. Scheinen auch nur die beiden zu sein. Das ist natürlich sehr schön. So, das ist wieder ein Aktenschrank. Die müssen wir irgendwie klein kriegen. Bin gerade nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert. So, hier oben ist schon mal schön. Das ist halt sehr heroisch hier alles so. Ach so, damit habe ich die Tür da vorne aufgemacht gerade. Ah, dieser Sound ist ja fantastisch. Okay, da müssen wir nicht rüber, aber da müssen wir rein. Ah, Mine mit Zeitzünder, fantastisch. Das ist super. Wer schießt da auf uns? Oh, ich habe eine Vermutung. Ja, so, ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Wow, von da oben, ernsthaft? Na. Ist das denn die Möglichkeit? Hat er uns echt getroffen? So, jetzt muss ich mal gucken. Ich wähle das mal über das Menü aus. Einmal die. Oh, ich möchte gern raus, danke. Hua. Da war nichts, ne? Okay. Ja, vier Aktenschränke noch, das ist super. Einmal da. Ich weiß gar nicht, ob da auch was drin ist. Ach, da sind... Ach, Scharfschützengewehrmunition. Sehr schön. Komme ich da überhaupt rein? Weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall nichts. Müssen wir mal gucken, wo die anderen Aktenschränke sind. Kann auch sein, dass die gar nicht in diesem Bereich hier sind. Ich weiß nicht, ob ich das hier kaputt machen muss. Ich lasse es mal gerade lieber ganz. Kann ich hier irgendwo rein? Nee, das ist zu. So, spannende Frage. Geht das? Na? Ach, da fliegt die schön weg. Sehr schön. Okay, gut. Das war anscheinend richtig. Na gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme mal die Pistole erstmal wieder. Das haben wir auf. Sehr schön. Oh, ist aber sehr dunkel hier. Ich will nicht zu schnell, weil ich weiß nicht mehr genau, ob hier auch noch irgendwelche... Aua. Ich weiß nicht mehr genau, ob hier auch noch irgendwelche Sicherheitskameras hängen. Na, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh, diese sensible Steuerung ist der Hammer. Oh, 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 da sehe ich sie schon. Puh, so, du mich zum Glück nicht. Du bist ja immer noch an. So. Mann, 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 da brauchst du mal ein ganz schönes Feingefühl hier am Pad, muss ich sagen. Da juckt mir mal kurz die Nase vor lauter Freude. Guten Tag, tut mir leid. So, da lang.
Mann, wie hoch ist denn das hier? Da ist keiner. Ach ja, genau, das wäre der Aufzug. Na. Na, stirbst du wohl. Oh, 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 da kommen eine ganze Menge. Wow, wow, wow. Jetzt schießen die schon mit Granaten. Oh, das ist schon mal viel besser. Ach so, das war's. Na super. Da habe ich ja extra viel Munition hier. So, mehr Munition bitte mit einmal nachladen. Vielen Dank. Ich guck mal eben hier. Okay. Hm, war glaube ich aber nicht ganz verkehrt. So, ich muss mal hier reinschauen. Das klingt auch super. Ich will mir erzählen, dass das schon alle Gegner gerade waren. Ernsthaft? Ah, sehr schön, sehr schön. Dann wäre das hier auch. Ich sehe keinen. Mhm, 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 mhm. Okay, ein Aufzug wieder. Ich gehe aber lieber manuell runter. Wer weiß, was da alles unterwegs kommt. Diese Steuerung ist echt sehr, sehr flott. Entschuldigung. Entschuldigung, ich schieße euch allen in die Füße. Ich weiß, das ist voll unhöflich. So, jetzt sind wir ganz schön tief hier schon mittlerweile. Aha, Ebene 2. Wow, Entschuldigung. Tut mir leid mit dem Kopf. Und das tut mir auch leid. Also fast alles tut mir leid, sozusagen. Okay, da bin ich schon mal ganz unten. Komme ich da auch raus? Ah, in der Tat, komme ich. Wow. Wow, gut, dass ich da so lang gerannt bin. Wo ist denn da einer? Da. Oh, komm her. Mann, 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 Mann. Aua. Was soll denn das? Ah, schnell da drunter. So. Kann ich damit eigentlich auch noch ein bisschen zoomen? Ja, ein bisschen. Okay. So, das laden wir einmal nach. Ach was. Oh nein, oh nein. Oh nein. Kann ich das kaputt schießen? Aua. Das war nicht wahr. Da schießen die einfach auf mich. Sauerei aber auch. Okay, ja, bevor ich das jetzt mache, gehe ich eben noch mal kurz raus. Irgendwer noch da? Ja, ich weiß, wo du bist. Also ich glaube zumindest zu wissen, wo du bist. Ah, sehr schön. Den haben wir auch weggeholt. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt hier rein. Du, was haben wir ja alles? Die Melonen können wir theoretisch sogar auch platt machen. Ach, das ist ja geil. Das ist ja geil. Komm, das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Ach, das ist so ein Bonusding. Da gibt es hier so zwei Bonusspielchen. Finde ich total cool, dass sie das gemacht haben. Ja, ja, Stuhl, knatscht ruhig rum. Anaconda. Eine ROM haben wir da gefunden. Tja, da können wir nämlich den hier nehmen. Spiel wählen. Anaconda. Zahl der Mitspieler bestimmen. 1. Ups. Ja, es hat super funktioniert. Highscore, okay. Nochmal. Ah, okay, so, ich kann hier links, rechts wählen. So, da haben wir ja nämlich quasi eine Snake-Variante. So, ich wurschle mal rum. Oh, die sind schon weg. Ja, okay.
Allein der Soundtrack ist natürlich super. Ah, super, super toll. Jetzt sind das dafür blaue Dinger. Mann, ich kann es hier gerade fast gar nicht sehen. Oh nein, oh nein. Ah, was mache ich denn hier? Was tue ich denn hier bloß? Ja, ne? Willkommen bei Timesplitter, sag ich nur. Da ist auch so ein schräger Scheiß drin. Total geil. Aha, okay. Den kriege ich auch. Uah, ich glaube, an den Rand darf ich nicht. So, ich will da oben hin. Gut, vielleicht sollte ich gleich aber mal sterben, einfach weil das ja voll sinnlos ist hier auch. Ach, das kann ich gar nicht essen. Schade, ich dachte, ich kann das... Uah, auch essen. Ach, kann ich doch. Ha, geil. Na, kannst du mal gucken. Ja, ich war nie so ein riesen Snake-Fan, aber das hier ist witzig. Wow, der war knapp. Oh nein, ich hätte dich doch gern gegessen. Ja, fängt die Musik auch schon wieder verfahren an. So, gut, ich lass das aber mal. Game over, Redmaker mit 1714 Punkten. Super geil. So, beenden möchte ich das Ganze, ja. Ja, kann man halt nur in diesem Level hier finden. Ich finde die Idee auf jeden Fall witzig, dass sie sowas reingepackt haben. Jetzt nehmen wir mal aber wieder eine gute Waffe. Ja, genau. Scharfschützengewehr in geschlossenen Räumen macht total viel Sinn. Ah, Munition, danke. So, was haben wir denn hier? Oh, 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 oh. Ach, Mist. Genau das wollte ich vermeiden. Oh, oh, geht hier die Großparty, da geht die Großparty. Mann, ich muss mal gleich irgendwie hier meine Fenster ein wenig verdunkeln, weil bei mir ist schönstes Wetter gerade und der Nebeneffekt ist davon, dass ich gerade so gut wie nicht sehen kann. Was nicht gerade hilfreich ist bei diesem Spiel. Kann ich den nicht aufnehmen? Ja, klar kann ich den nehmen. Geil. Muss man Feuerlöscher mitnehmen. So. Geht das auf? Ne, geht leider nicht. Schade eigentlich. So, da liegt aber nichts mehr. Die Aktenschränke haben wir. Okay, ich guck mal eben hier vorne rein. Ach, guck mal. So eine Schutzweste. Oh, lass mich raus. Jetzt haben wir da die Duschen. Okay, da ist aber keiner. Das ist beruhigend. Na gut, so, dann wollen wir mal hier weiter. Zeitkristall war geortet, der muss ja irgendwo sein. Kontrollpunkt erreicht, das ist sehr schön. Boah Gott, dieses Auto-Aiming ist aber auch nicht sehr gut. Aber ohne komme ich auch nicht sehr weit. Aua, aua, aua. Ja, ja, ja. Hau bloß ab. Oh, wow, 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 wow. Ah, ich hänge hier irgendwo fest. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Selbstschussanlagen hier irgendwo... Systemdiskette erforderlich. Ja, das ist natürlich total hilfreich. Na? Oh. Ja. Scheiße. Okay, gut. Dann würde ich sagen, verdammt. Ach, man, da hätte ich mal eher reinschauen sollen. Mist, 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 Mist. Ja, guck mal, das mit den Aktenschränken war eh nur optional. Okay, gut, dann befürchte ich, kann ich das einmal neu starten. Neu starten, jawohl. Ach, kann ich auch am Kontrollpunkt machen, das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, mache ich das. Allerdings mache ich das in der nächsten Folge. Ich mache mal hier eben ganz kurz dann einen kleinen Break. Und ja, ich danke euch schon mal fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr generell Bock auf Timesplitters habt, weil ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Auch wenn ich gerade ein bisschen aus der Übung bin, wie man, glaube ich, gemerkt hat. So ein Scheiß auch. Egal. Gut, dann ne, danke ich euch, wie gesagt, fürs Reinschauen. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Bis dann.